So, meine lieben Leute, zurück hier zu Battlefield Hardline und ja, wir müssen Boomer finden. Ich habe jetzt einen Sniper reingegeben übrigens. Ja, Kang schiebt wie üblich Panik. Haben Sie sie erwischt? Keine Ahnung. Hey, Tony, jemand hat das Autohaus überfallen. Gut. Wir haben eh zu viele Autos. Vielleicht sind wir die nächsten. Ja. Okay, cool. So. Ich weiß von gar nichts und ich will's auch nicht wissen. Das ist den Typ, habe ich mal verhaftet. Gut. Mann! Okay, ganz ruhig. Okay, cool. Ja, cool. Was cool ist, dass du jetzt der Einzige bist mit dem da draußen. Wo ich mir gesagt habe, okay, gut. War ich verhaften wir. Okay, keiner mehr da. Auf zu Boomer. Ist da wer? Hallo! Komm runter. Oh, ey Mann, ich krieg hier keine Luft. So. Lass mich raten. Boomer. Oh Mann, danke. Du bist kein Freund, oder? Heiß Freund? Nicht naja. Wirklich. Was haben Sie mit dir gemacht? Es ging um die Dateien, die ich für Kai ziehen sollte. Sie haben mich beim Runterladen erwischt. Wollten die dich in eine Schrottpresse stecken? Du kennst doch diese kriminellen Psychopathen, oder? Diese Typen treiben es auf die Spitze, Mann. Aber du hast die Dateien, oder? Natürlich, auf meinem Laptop. Und der ist in meinem Wagen. Und der ist auf der anderen Seite des Lagerhauses. Und da ist alles voller Wachen. Fuck! Am sichersten bist du im Kofferraum. Was? Nee, vergiss es, Kemosabi. Ich komm mit. Bin gleich wieder da, ich versprech's. Mann, ohne meine Keycard kommst du nicht ins Lagerhaus. Hey! Danke. Hey! Nein! Hey, Mann, ich bin ein bisschen... Ich geh in das Lagerhaus, hat die Augen auf. So. Ich sage dir Bescheid, wenn einer kommt. Hände hoch! Los! Okay. Geht schon runter am Boden. Mich der verfehlen hab können. Was war das? Oh fuck! Hier hat's einen erwischt! Hä? Was jetzt? Haltet ihn auf! Okay. Was ist los? Alles gut. Okay, sieht gut aus. Dann schnapp dir den Laptop und weg hier. Ja, ich bin dabei. Tyson, ich nehme den Laptop des Jungen. Hey! Oh mein Gott. Ich komme zurück. Ich glaube, der ist hinter sich. Schaut euch um! Er muss hier sein! Wir sollten uns umsehen. Hier muss er sein. Hier drüben! Da kommen welche. Eins, zwei, sechs Typen mindestens. Haltet ihn aus! Die
Lagerhaus. Darsteller! Ich hab ihn! Wir haben ihn! Sag Kang Bescheid. Oh mein Gott. Ich hab den ganz klar geschlagen. Na, da ist halt nicht so stark das Dings. Aber ich lasse mir trotzdem rennen. Ich werde doch mit einer Pistole fertig werden mit denen. Ich sehe nichts! Oh oh. Los, ran an den Bastard! Ja, Mann, ihr Rauch ist. Scheiße! Was ist das? Alter, wie haben die mich Wie hat er mich erwischt? Manchmal check ich es nicht, okay, aber dann machen wir auch harte Geschütze. Ich sehe nichts! Kommt, heißt, wir müssen abhauen. Da liegt er eh hinten. Genau, und der Beste gekannt. Wir reden später, okay? Los, los, los! Los, komm! Los, los, los! Geh außen rum! Nach links, links, links! Weiter! Rechtsland! Verfolgen und nicht anhalten! Oh mein Gott, oh mein Gott. Komm, 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 komm. Meine Fresse. Mach sie alle! Bei dem Gewackel kann doch keiner schießen! Lass uns Plätze tauschen! Nimm das Lenkrad! Okay, okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay, ich hab's. Ja. Hinter dieser Ecke an und dann zurück. Schnappen wir uns die Kerle. Jetzt! Drauf! Und noch einer! Thank you.
Oh Mann! Gut, also bis jetzt machen wir das sehr stark. Zerlegen gestohlene Autos, packen sie voller Drogen, setzen sie wieder zusammen. Und dann verkaufen sie ans Auto aus. Mann, hätte von dir sein können. Das ist Kangs Autohaus. Die Züge liefern die gestohlenen Wagen an, von überall her. Kang packt sie voll mit Drogen. Aber die Züge gehören Dorst-Leuten. Dorst-Leute? Echt jetzt? Die Züge werden neben Kangs Werkstatt ausgeladen. Das ist gar nicht so weit. Sehen wir es uns an? Ziehen wir Mr. Kang aus dem Verkehr. Okay. Ja, warum nicht? War ja auch ein ruhiger Tag bisher. So. Ich habe mir überlegt, ich habe keinen Mund, sondern doch das. Okay. Gut. Das hier ist die Schaltzentrale. Wehe, wenn sich das nicht lohnt. Solange wir das damit schaden, lohnt es sich. Also, wer ist dieser Kang? Er hat dauernd tolle Hände, steckt gerne Leute in Schrottpressen, hat eine geile Frau, zahlt gut. Außer der Sache mit der Schrottpresse. Außerdem leitet er dort Geschäfte in L.A. Wenn wir den ausschalten, hat dort ja niemand mehr. Da drüben, da entladen Dorst Leute. Offenbar haben die Koreaner Angst vor ihnen. Na dann sagen wir mal Hallo. Hey! Wir konnten uns noch nicht mal um. So. Wann kommt der nächste Zug? Gleich, Mann. Müsste gleich da sein. Hey, wo ist denn die Flex? Tommy hatte sie. Was ist das? Weg, ich gebe dir Deckung. Hey. Bin unterwegs. Ich gehe rein. Okay. Ist der krank? Bin gleich hinter dir, Nick. Da war ich. Ja, doch, vielleicht lag er hier im Wind. Da drüben! Da ist er! Ich bin nämlich ein gut ausgebildeter Detective. Ich sehe ihn! Hey! Für wen hältst du dich eigentlich? Nein! Na gut, dann sehen wir es in der nächsten Folge, wie wir es wirklich ruhig angehen. Bis dann, haut rein. Ciao.